In der historischen Messerschmiede in Mössing ist die Zeit stehen geblieben. Wie die Besucher am Sonntag sehen konnten, sieht es in den original erhaltenen Räumen noch aus wie vor 100 Jahren. Um 1900 produzierte der Messerschmied Johannes Nill hier seine Messer. 1920 richtete sein Sohn und Nachfolger eine neue Schleifwerkstatt ein. Auch heute noch zeigen hier Handwerker, wie Messer geschmiedet und geschliffen werden. Dazu können die Besucher die Geschichte des Hauses und seine Bewohner kennenlernen. Außerdem gibt es eine Ausstellung mit über 200 Exponaten zur Geschichte des Taschenmessers. Geöffnet hat das Museum in diesem Jahr nur noch einmal am 1. Oktober von 14 bis 17 Uhr.